Hallo, liebe Kinder. Ich heiße Erika Kommer und bin Deutschlehrerin am Pädagogischen Nationalkolleg Mihai Eminescu in Neumarkt am Mierisch. Heute lernen wir zusammen Deutsch. Unsere Lektion heißt Ich und Du, Er und Sie. Und wir sprechen heute über folgende Themen. Sich grüßen, Verben in Präsens, Singular, über Aussagesätze, über Fragesätze und am Ende der Stunde können wir uns vorstellen. Also, los geht's! Unser erstes Thema ist sich grüßen. Wie grüßen wir uns? Zum Beispiel, Hallo, Hallo oder Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Und jetzt, ihr seid dran. Findet die Paare. Hier sind drei Bilder und drei Grußformen. Ja? Jawohl, bei Bild 1 ist das Paar Guten Abend. Wir haben noch Bis bald und Guten Tag. Was ist das Paar von Bild 2? Ja, Bis bald. Und Bild 3 zeigt Guten Tag. Hier sind die nächsten drei Bilder und die nächsten drei Grußformen. Auf Wiedersehen, Gute Nacht, Guten Morgen. Findet die Paare. Ja, genau. Bild 1 passt zu Auf Wiedersehen. Bild 2 zeigt Guten Morgen. Und unsere Miezekatze Bild 3 zeigt die Gute Nacht. Die letzten zwei Bilder und die drei Grußformen. Ja, Bild 1 zeigt Hallo. Das war leicht. Bild 2, was ist das? Tschüss oder Guten Abend? Das ist Tschüss. Ja, und Guten Abend hat diesmal kein Paar. Gut gemacht. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, die Verben im Präsens. Ich heiße Erika. Ich heiße Erika. Du heißt vielleicht Kingo. Oder vielleicht Ottilo. Du heißt Kingo. Du heißt Ottilo. Er heißt Peter. Er heißt Peter. Sie heißt Petra. Sie heißt Petra. Ich bin Erika. Ich bin Erika. Du bist vielleicht Emesche. Oder du bist vielleicht Levente. Du bist Emesche. Du bist Levente. Er ist Peter. Er ist Peter. Sie
ist Petra. Sie ist Petra. Ich komme aus Rumänien. Ich komme aus Rumänien. Du kommst auch aus Rumänien. Du kommst auch aus Rumänien. Er kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland. Sie kommt aus Österreich. Sie kommt aus Österreich. Ich wohne in Neumarkt, Târgu Mureș, Marosvásárhely. Ich wohne in Neumarkt. Du wohnst vielleicht in Klausenburg, Cluj-Napoca, Kolozsvár. Oder es kann sein, dass du in St. Georgen wohnst, in Sfântu Gheorghe, Sepsiszentgyörgy. Du wohnst in Klausenburg. Du wohnst in St. Georgen. Er wohnt in Berlin. Er wohnt in Berlin. Sie wohnt in Wien. Sie wohnt in Wien. Und jetzt sehen wir unsere Verben im Präsens Singular. Welche Verben hatten wir? Das Verb heißen. Wie konjugieren wir heißen im Präsens? Ich heiße, du heißt, er, sie heißt. Und noch einmal, ich heiße, du heißt, er, sie heißt. Das Verb sein. Ich bin, du bist, er, sie ist. Und noch einmal. Ich bin, du bist, er, sie ist. Wir hatten noch das Verb kommen. Ich komme, du kommst, er, sie kommt. Noch einmal. Ich komme, du kommst, er, sie kommt. Kommt. Das Verb wohnen. Ich wohne, du wohnst, er, sie wohnt. Noch einmal. Ich wohne, du wohnst, er, sie wohnt. Also, mit ich hatten wir die Endung e. Bei du die Endung st und bei er, sie die Endung t. Noch einmal, für ich e, du st, er, sie t. Aber wir müssen aufpassen, Achtung, bei dem Verb sein. Wir konjugieren ich bin, du bist, er, sie ist. Noch einmal, ich bin, du bist, er, sie ist. Und aufpassen auch beim Verb heißen, wir sagen du heißt, ein T und nicht ST. Sehen wir uns einige Fragen an. Wie stellen wir Fragen? Wie heißt du? Wie heißt du? Wer bist du?
Wer bist du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wir haben in diesen Fragen Fragewörter. Wie ist ein Fragewort? Wer ist auch ein Fragewort? Woher und wo? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Eriko. Und du? Ich heiße Andras. Die Verben sind heißt, heiße und heiße. Und die Verben sind immer auf Position 2. Heißt, heiße und heiße. Position 2. Wie heißt? Ich heiße. Und wir können uns schon vorstellen. Zum Beispiel, ich kann sagen: Hallo, ich heiße Eriko. Ich bin Eriko. Ich komme aus Rumänien. Ich wohne in Neumarkt. Und noch einmal. Hallo, ich heiße Eriko. Ich bin Eriko. Ich komme aus Rumänien und wohne in Neumarkt. Und wer bist du? Du heißt, du bist, du kommst aus, du wohnst in. Du heißt, du bist, du kommst aus, du wohnst in. Wer ist er? Er heißt Peter. Er ist Peter. Peter kommt aus Deutschland. Er wohnt in Berlin. Er heißt Peter. Er ist Peter. Peter kommt aus Deutschland. Er wohnt in Berlin. Wer ist sie? Sie heißt Petra. Sie ist Petra. Petra kommt aus Österreich. Sie wohnt in Wien. Noch einmal. Sie heißt Petra. Sie ist Petra. Petra kommt aus Österreich. Sie wohnt in Wien. Einige weiterführende Aktivitäten findet ihr auf der sehr guten Webseite quizlet.com. Aber jetzt machen wir zusammen auch einige Ergänzungen. Also ergänze. Hanna, komm aus Frankfurt. Heißt du? Du wohnst in Rumänien. Er ist Matthias. Ist Katharina. Wer? Du. Ich komme aus Bukarest. Er heißt Paul. Kommt sie? Sie kommt Stuttgart. Wohnst du? Ich wohne Klausenburg. Und die Lösungen. Hanna kommt aus Frankfurt. Wie heißt du? Du wohnst in Rumänien. Er ist Matthias. Sie ist Katharina. Wer bist du? Ich komme aus Bukarest. Er heißt Paul. Woher kommt sie? Sie kommt aus Stuttgart.
Wo wohnst du? Ich wohne in Klausenburg. Die nächste Übung heißt richtig oder falsch. Er wohnt in Rumänien. Sie ist Norbert. Woher heißt du? Woher kommst du? Du heiße Imola. Ich komme aus Rumänien. Sie wohnt aus Bukarest. Nun sehen wir. Satz 1. Er wohnt in Rumänien. Er wohnt. Er und Endung T ist okay. Wohnt ist Verb am Platz 2. Das ist auch okay. Er wohnt in Rumänien, ist also richtig. Sie ist Norbert. Sie ist richtig. Die Konjugation ist richtig. Ist ein Verb auf Position 2. Das ist auch gut. Aber sie ist feminin und Norbert ist maskulin. Also der Satz ist falsch. Woher heißt du? Heißt du? Die Endung ist gut, Konjugation ist richtig. Heißt ist auf Position 2, das ist richtig. Aber das Fragewort woher ist falsch, ja? Wir fragen nicht, woher heißt du, sondern wie heißt du? Die Frage ist also falsch. Woher kommst du? Du kommst, Endung ST ist gut. Woher kommst du? Ist eine richtige Frage. Du heiße Imola. Heiße ist Verb auf Position 2, das ist gut. Aber du heiße, E mit du, das ist nicht richtig. Also du heiße Imola ist falsch. Ich komme aus Rumänien. Ich komme, E ist richtig. Ich komme aus, Präposition ist richtig. Komme ist auf Position 2, also ich komme aus Rumänien, ist ein richtiger Satz. Sie wohnt aus Bukarest. Sie wohnt, T mit sie ist richtig. Wohnt ist auf Position 2, ist richtig. Aber aus ist falsch, ja? Richtig ist, sie wohnt in Bukarest. Also der Satz ist falsch. Sehen wir die weiteren Sätze. Sie ist Kotolin. Du heißt Cenge. Cenge heißt du. Er bist Paul. Wie du heißt? Ich bin Erika. Wo wohne du? Nun sehen wir mal sie an. Sie ist Kotolin. Sie ist, Konjugation richtig. Sie ist feminin. Kotolin ist feminin. Also der Satz ist richtig. Du heißt Cenge. Du heißt, die Konjugation, die Endung T, ist richtig. Heißt ist auf Position 2. Das ist auch richtig. Du heißt Cenge ist also ein richtiger Satz. Cenge heißt du. Heißt du, die Konjugation ist richtig. Heißt ist auf Position 2. Also dieser Satz ist auch richtig. Er bist Paul. Er ist maskulin. Paul ist auch maskulin. Das ist richtig. Bist ist Verb auf Position 2. Das ist richtig. Aber die Konjugation er bist ist falsch. Richtig wäre er ist Paul oder du bist Paul. Wie du heißt? Fragewort wie. Du heißt, die Konjugation ist richtig. Aber das Verb heißt
ist nicht auf Position 2. Die Frage ist also falsch. Ich bin Erika. Ich bin, die Konjugation ist richtig. Bin ist ein Verb auf Position 2, das ist auch richtig. Also der Satz Ich bin Erika ist richtig. Und der letzte Satz. Wo wohne du? Du wohne, du mit E ist nicht richtig. Du wohnst wäre richtig oder ich wohne. Wohne ist auf Position 2, das ist gut. Wo ist ein richtiges Fragewort? Aber wo wohne du? Die Frage ist ja falsch. Gut gemacht. Sehen wir noch einmal die richtigen Sätze. Er wohnt in Rumänien. Woher kommst du? Ich komme aus Rumänien. Sie ist Kotolin. Du heißt Cenge. Cenge heißt du. Ich bin Erika. Diese waren also die richtigen Sätze und wir sind langsam ans Ende unserer Lektion gekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Deutschlernen und sage euch Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.